Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich komme ge... Ja, auch. Ich heiße euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu meiner Serie Reaction auf Auswandern nach Georgien, a.k.a. Homo Economicus. Ja, mein Name ist Aaron und finde es mich sehr, sehr interessant, diese Learning-Kurve. Also wir sehen hier zum Beispiel dieses Video vom 23.09.2020 und hier mit mittlerweile 1200 Daumen hoch. Das sind ja, knapp 5% der Zuschauer Daumen hoch. Das ist sehr, sehr gut. Und auch ich habe dem Video einen Daumen hoch gegeben, weil nämlich hier wirklich mal O-Ton, Klartext, Real Talk, whatever, hier mal spricht. Gerade vom Steuerberater in Georgien und Mann, Mann, Mann. Was ich heute alles erfahren habe, ist nichts, was man im Internet findet. Und ich muss sagen, ich bin auch ein kleines bisschen Ernüchterung macht sich gerade breit. Und zwar, ich fange gleich schon vorne an. Also ich bin gerade in Georgien wieder angekommen für einen kleinen Zwischenstopp. Ich muss leider bald schon wieder los, aber ich bin gerade in Georgien und es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Und ich laufe heute mal durch Vaake. Also ja, ist eigentlich ein etwas besserer Stadtteil, relativ zentral. Wie immer erstmal 10.000 Schleifen drehen, bevor es zum eigentlichen Punkt zurückgeht. Das ist halt seine Art. Mach ich auch mal. Heißt keine CFC-Rules in Georgien, also alles ganz entspannt. Du kannst hier mit Auslandsgesellschaften. Ja, es gibt keine CFC-Rules, es gibt das nicht, es gibt jenes nicht. Also kurz mal vorweggenommen, er hat sich halt, bevor er nach Georgien ausgewandert ist, einiges im Internet reingezogen, auch sogenannte wahrscheinlich Agencies, ohne es jetzt wirklich im Detail zu wissen, aber es gibt ja für jedes Land, wo du auswandern kannst, gibt es zigtausend Agencies, die natürlich wiederum ihr Businessmodell darauf aufbauen, dass sie dir einen Haufen Kohle abnehmen dafür, dass du dir irgendwelche Behördengänge, weiß der Kuckuck was, alles irgendwie Templates, wahrscheinlich irgendwas hat er sich halt aus dem Internet irgend so ein Paket, Auswanderungspaket halt gekauft. Und in diesem Video mal hier ein bisschen Klartext. Operieren ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt kam heute die große Ernüchterung. Und zwar, was ist passiert? Also ich bin zum Steuerberater, zu einem neuen Steuerberater. Ich habe hier schon den, ich kenne schon den einen oder anderen. Mir ist allerdings jemand empfohlen. Nicht jeder Steuerberater ist gleich Steuerberater. Das gilt wohl für Deutschland genauso wie fürs Ausland. Der sich halt auf Expats spezialisiert hat, auch die schon im Ausland die ein oder andere Gesellschaft haben und wo einfach schon ein kleines bisschen mehr Umsatz erzielt wird. Also was jetzt nicht ist, ja, dass man irgendwie 500 Euro im Monat verdient, sondern wo schon einfach ein kleines bisschen mehr da ist. Ah, bei dir ist schon ein bisschen mehr da. Wie viel denn? Also bin ich heute dorthin und habe meine ganze Story erzählt und wie ich das gerne machen möchte und dass ich eigentlich schon relativ viel weiß, wie alles funktioniert. Und dann meinte er, ja, das ist schön, dass du dich schon ein bisschen informiert hast, aber jetzt muss ich dir leider einen Zahn ziehen. So wie du dir das alles vorstellst. Ist schon manchmal recht lustig. Funktioniert das in Georgien leider. Der Greenhorn aus Germany. Nicht. Er hat leider sehr oft diese Aufgabe, dass Leute im Internet viele Informationen über Georgien bekommen oder auch von Leuten, die hier wohnen, aber das alles nicht wirklich legal angemeldet haben, ihre Unternehmen, und das dann quasi weiter ins Internet tragen. Und so gibt es unfassbar viele Leute, die hier eigentlich Steuern hinterziehen. Muss man. Ja, und hauptsächlich dann Videos machen, wie gut es ihnen geht, und Klicks, Klicks, Klicks. Ja, scheißegal, ob wie qualitativ hochwertig oder wie auch immer, wie hochwertig der Wahrheitsgehalt dieser Videos ist. Ne? Man einfach so sagen. Und leider Gottes muss ich jetzt sagen, dass ich natürlich mich auch daran gewissermaßen beteiligt habe, also nicht an der Steuerhinterziehung, sondern ich habe ja auch viele Informationen dazu rausgegeben und ich habe letztendlich einen ähnlichen Fehler gemacht wie viele andere und deswegen möchte ich das heute ja auch gleich mal zugeben. War nicht so gut, weil jetzt ganz wichtig, was ich jetzt so erfahren habe, was alles nicht so einfach funktioniert. Und zwar die erste Sache ist, wer sich damit nicht auskennt, ich versuche so ein kleines bisschen
bisschen auf Deutsch zu erklären. Also, als wenn man... Wenn man in Deutschland wohnt oder wahrscheinlich auch wenn du in Österreich wohnst und eine Auslandsgesellschaft hast. Du hast zum Beispiel ein Unternehmen gegründet. Ja gut, das ist einfach nur das, dass du halt scheißegal, wo du eine Firma hast, es zählt immer nur das, wo du wohnst. Ne? Das ist ja auch irgendwie logisch, weil sonst würde ja jeder Deutsche irgendwo anders eine Firma gründen per E-Mail, per Internet und... Ja, das geht natürlich nicht. Wo die eigentliche Leistung erbracht wird und wenn du natürlich in Deutschland die OECD macht oder wer auch immer, Georgien hat das quasi nicht unterzeichnet, aber Georgien hat mehr oder weniger diese CFC-Rules fast im Wortlaut selber in die Gesetze geschrieben. Das heißt, es gibt die sehr wohl. Und das heißt, ja. Ja, kurz gesagt, Georgien ist sowieso ein Sonderfall, weil die ja bis vor kurzem noch irgendwie UdSSR waren und dann ja überrannt worden sind und dann sich wieder selbstständig gemacht haben und was der Kuckuck, es war irgendwie 2008, das ist ja gerade mal 10 Jahre her oder so, wo die den letzten Krieg dort hatten oder sowas, ja. Und dass da natürlich höchstwahrscheinlich irgendwelche Doppelabkommen und Zeug und Tralala existiert, wo du jetzt als Laie sowieso nicht wissen kannst oder auch nicht im Internet findest, das ist nachvollziehbar. Ja klar, offiziell gibt es die nicht, aber die sind halt in minimal abgewandelter Form auch in den georgischen Gesetzen verankert. Also man kann einfach sagen, CFC-Rules gibt es. So, das ist die erste Sache. Das ist schon mal große Ernüchterung gewesen, weil wenn man hier mit Expats spricht, gibt es unfassbar viele. Die haben zum Beispiel eine US-LLC oder eine, gibt es ganz viele Auslandsgesellschaften, die benutzt werden. Und das funktioniert eigentlich alles gar nicht. Aber bis jetzt ist es so, dass die georgischen Behörden quasi sehr wohlwollend dem gegenüber sind. Und da passiert so gut wie nichts. Also es gibt hier viele Leute, die verdienen sehr viel Geld und zahlen überhaupt nichts an Steuern. Aber das ist, heißt nicht, nur weil die georgischen Behörden da bis jetzt noch nicht dahinter gekommen sind oder vielleicht mutwillig nicht dahinter gekommen sind, heißt das nicht, dass das Ganze legal ist. Und da ich das Ganze... Ja, man darf eines nicht vergessen, da hat er vollkommen recht. Der längste Arm ist immer der Arm des Staates, ja, und das längste Gedächtnis auch. Wenn sie gerne legal auflegen möchte, wird das nichts mit 0 oder 1% Steuern, nee, das wird eine ganze Menge mehr, nicht so viel wie in Deutschland, ganz ohne Frage, aber wird schon ein ganzer Batzen werden. So, also... Erstmal der erste Spaß mit den CFC-Rules. Ich schätze mal um die 20% halt. Ne? Also 15-20% hast du halt meistens Steuern. Ich meine, es gibt wirklich nur wenige Länder, da wo du halt komplett null hast. Und das sind dann meistens wieder Länder, wo du halt wieder andere Nachteile hast. Ja? Also sagen wir mal jetzt, Dubai ist ja immer dieses, in Deutschland irgendwie auch aktuell irgendwie eines der... weil halt einige Deutsche hingewandert sind, ja, Dirk Kräuter, Coco Petkoff und wie sie alle heißen. Aber auch da hast du letztendlich auf dem Level, wo wir uns hier bewegen, ja, mit Homo Economicus, hast du dort halt dafür, sagen wir mal, wie soll ich sagen, die Reichensteuer halt. Ne? Du zahlst halt de facto auf deine Einkommen, zum Beispiel in Dubai vielleicht in dieser Wirtschaftszone, sagen wir mal jetzt 0% oder nur 5% oder sowas. Aber dafür zahlst du halt irgendwie auf deine Miete, auf dein Auto, wenn du dir eins besorgst, also halt auf das, was du halt ausgibst. Alles ist halt irgendwie 20-30% teuer. Ja? Also bei jedem Euro, es gibt ja diesen Spruch in Dubai, jetzt nur mal als Beispiel Dubai, weil das eben, wie gesagt, hier viel des Öfteren Thema war, auch bei uns in den Medien. Für jeden Euro, den du in Deutschland ausgeben würdest, in Deutschland, würdest du in Dubai nochmal einen drauflegen müssen. Ja, also wenn mich alles doppelt so viel kostet, ich aber dafür keine Steuern zahle, dann bin ich unterm Strich genauso arm. Ja, also Dubai ist dann auch wieder nur was für Leute, die halt sag mal zweistellige Millionenbeträge umsetzen, ja, und aufwärts. Ja. Die zweite Sache ist, Doppelbesteuerungsabkommen sind unfassbar wichtig in den Businessbereichen, in denen ich tätig bin. Und an und für sich gibt es... Ja, das ist halt auch mal das... Mit vielen Videos und allem drum und dran, was es da so gibt im Internet, die sind viel zu pauschal. Ja? Das ist immer diese Pauschalisierung von irgendwelchen Tipps. Ja? Und insbesondere, wenn es um rechtliche Dinge geht, Steuern und solche Sachen,
Ich meine, so Vertriebstipps kann man schon manchmal pauschalisieren oder so, oder sagen wir mal so Marketing-Tipps und so weiter. Aber so rechtliche Geschichten, das ist halt einfach für einen, der hat ein bestimmtes Business, bei denen ist es interessant, irgendwo hinzuwandern oder irgendwas zu machen, und beim anderen, der hat wieder ein komplett anderes Business, das ist wahrscheinlich dann wieder komplett wieder anders. Also, das ist ja einfach dermaßen komplexe Geschichte, da hat er vollkommen recht. Doppelbesteuerungsabkommen mit ganz vielen Ländern der Welt. Kann man sich bei PwC angucken, verlinke ich unten in der Videobeschreibung mal. Gibt es unfassbar viele Länder, mit denen man Doppelbesteuerungsabkommen hat. Allerdings mit einem Land nicht, und ein Land ist relevant, und zwar die USA. Es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen von Georgien mit den USA. Das wissen wir schon. Und deswegen gelten die Verträge, die die USA mit den Sowjeten Ja, USA ist alles jetzt gut. für mich irre wichtig, weil das bedeutet einfach, dass meine Steuerquote wohl eher in Richtung, ja, 15 schon bis im 20%. zweistelligen Bereich Ja, sein wird. Und definitiv. auch viele Sachen, die man erstmal liest, auf Deutsch, in vielen Blogs und so weiter, Ja, das kannst du sind vergessen. quasi wahrscheinlich einfach aus dem Englischen, aus dem Also Dollar, so. sind Also. das pro Jahr, werden mit pauschal 1% auf den Umsatz besteuert. Nicht auf den Gewinn, auf den Umsatz werden die besteuert. Du hast die ersten 500.000 Lari, die du im Jahr verdienst, sind so, ich weiß gar nicht, 150.000 Dollar sind das pro Jahr, werden mit pauschal 1% auf den Umsatz besteuert. Nicht auf den Gewinn, auf den Umsatz werden die besteuert. Und was passiert, wenn du Es ist halt wieder das Thema, das habe ich im letzten Video schon gemacht. Schaut euch das nochmal an. Da, wo ich auch schon fast mit dem Gedanken gespielt habe, da mal hinzugehen oder sowas, vor längerer Zeit. Diese Small-Office-Regelung. Ja, Small-Office-Regelung, also quasi Kleinunternehmer, Einzelunternehmer, was auch immer, die gibt es in vielen Ländern. In Georgien ist die extrem kulant. Also du musst letztendlich bis zu, es sind 500.000 Lari, 150.000 Dollar oder sagen wir mal 120.000 Euro. Also das ist so um die 10.000, also du bist gerade mal so fünfstellig im Monat, musst du nur 1% zahlen, ja. Aber dann ist natürlich auch, das er sagt jetzt auch noch gleich nochmal, das geht aber nur so lange, bis dass du dann nicht drüber kommst. Einmal darfst du, glaube ich, drüber kommen, beim zweiten Mal, glaube ich, schon nicht mehr und so weiter, und dann fällst du halt auch wieder in die gehobene Klasse rein und zählst eben nicht mehr zu den kleinen Unternehmern. Also auch da gilt wieder das Gleiche, wie auch in der Schweiz. Auch in der Schweiz ist es so, wenn du ab einem gewissen, und es ist schon sehr, sehr, sehr komisch auch, dass die Beträge manchmal sehr, sehr ähnlich sind. Ja, auch in der Schweiz ist es so, wenn du mehr machst wie fünfstellig im Monat, sagen wir mal, ich glaube, es geht so bei 200.000 im Jahr, 200.000 Schweizer Franken, ab 150.000, ich habe mir das mal ausrechnen lassen, drei verschiedene Beispiele von so einem, von so einem Treuhänder habe ich mir mal genau durchkalkulieren lassen, gratis, von einem sehr guten Treuhänder in Zürich. Einfach nur mal, um zu sehen, wenn ich das verdienen würde, was wäre da konkret in welchem Kanton? Und dann hast du auch noch die Kantone unterschiedlich, also extremst unterschiedlich, da wo du dann teilweise 20% Unterschied hast von der Steuerlast. Ja. Aber egal wo du, in welchem Kanton du auch immer in der Schweiz dich niederlässt, ja. Wenn du über diese, das ist eine ganz ähnliche Grenze, so 150.000 bis 200.000, ja, so wenn du so 10.000 im Monat machst oder 15.000 und jetzt nochmal wesentlich mehr machst, plötzlich kommt da auch eine progressive Zusatzsteuer, die progressiv ansteigt dazu. Da ist es halt jetzt dann eine Flat Fee, okay. Aber du kommst halt einfach nicht raus aus diesen Systemen, weil die meisten Staaten sagen ja, der verdient ja so gut. Das ist einfach jetzt, das definieren wir als übermäßig super geil. Ja? Also sagen wir mal 20, 30 im Monat. 200, 300.000, 400.000, 500.000 im Jahr. Ja? Wir reden jetzt vom Gewinn natürlich. Ja? Dann. Wow, das ist ja so übermäßig, übermäßig. Ja, da müssen wir jetzt halt natürlich nochmal mehr holen. Ja, ist doch klar. Egal, ob der sich jetzt da halb zu Tode arbeitet oder was er dafür tun muss, das ist ja dem Staat egal. Ja, also er wird dafür bestraft, dass er nochmal mehr Gas gegeben hat. Aber das ist ja wieder eine, ja, bravo, ja, bravo, alles klar. Und das ist hier, letztendlich sind da schon diverse Parallelen. Ja, also und.
es ist alles nicht so einfach und nicht so easy. Und das ist ja, deswegen mache ich auch dieses Video hier, um das einfach nochmal zu multiplizieren. Und ich hoffe, dass es nochmal ein paar mehr Leute schauen, bevor sie einfach wie blinde Kuh einfach in irgendein Land auswandern. Ja, und dann stehen die da und am Ende haben sie fast nichts gewonnen. Über diese 500.000 Lari kommst im Monat, im Jahr, entschuldigt. Normalerweise hieß es, okay, wenn du da drüber kommst, das ist kein Problem, weil erstmal werden immer 2 Jahre zusammen betrachtet. Also wenn du in einem Jahr 600.000 hast und im nächsten Jahr nur 400.000, ist das kein Problem, du zahlst trotzdem nur die 1% im Schnitt. Und wenn du doch drüber kommen solltest, dann zahlst du 3%. Und wenn du 2 Jahre und mehr drüber kommst, dann zahlst du 20% auf alles, was du mehr als 500.000 verdient hast. Das stimmt so aber nicht. Das dachte ich auch und das habe ich auch in meinem Video so gesagt. Stimmt Von so daher, einfach nicht, ne? entschuldigt bitte, das ist auch nicht so ganz korrekt. Ich habe mir das jetzt auch im Textcode. Die Info irgendwo aufgegabelt, gleich mal multipliziert, wieder im Internet. Aber jetzt ist mir aufgefallen, ich war gerade beim anderen Steuerberater, stimmt so nicht, ne? Aber gut, ist halt die Lernkurve und ist ja auch noch ein junger Bengel. Oh, scheiße, Aber das Tolle an dem jetzt Buch habe ist, ich noch es ist irgendwo falsch wieder komplett. drauf Also wenn gedrückt. du praktisch sagst, okay, ich gehe jedes Oh Kapitel Mann. durch und Ja, frage ist es ab, alles sage gut, wir wissen, das ist gut. und Scheiße, jetzt ja. habe ich. Also haben wir die ganzen Sachen eingekauft und dann ging es natürlich um das Ach du Repackaging, also die Scheiße, Sachen dann jetzt, wo quasi, bin ich denn du jetzt musstest dann gelandet? quasi, Leute, ich okay, muss du mal hast kurz keine Ahnung, stoppen. So, Leute, ich bin jetzt wieder einfach da. zu Ich Hause weiß nicht, ich gekocht. habe einfach irgendwo drauf geklickt. Zeigen lassen, So, dass das nicht mehr ganz schön. so einfach ist, Geht's sondern mir das lang. Ganze funktioniert jetzt so. Du kannst, es werden wirklich 2 Jahre betrachtet, aber du hast ein Jahr, hast du zum Beispiel, sag ich mal, du machst 1 Million. Da musst du auf die ersten 500.000 1% zahlen und auf die weiteren 500.000 musst du 3% Steuern zahlen. Und im Folgejahr, wenn du wieder, also wenn du 2 Jahre Das geht in noch. Folge über diese 500.000 hast, dann verlierst du den Status des Small Business, des Individual Entrepreneur. Das finde ich auch so cool. Als ich mal ein bisschen mehr verdient habe in einem Jahr, ich sage jetzt nicht die Details, ja, habe ich mich auch mal kurz vom Steuerberater beraten lassen, habe gesagt, du so und so und wenn das so und so, da verliere ich jetzt den Status. Und dann sagt zu mir der Steuerberater, ich meine, Steuerberater, der soll ja mich beraten, ja, und dann sagt zu mir der Steuerberater in Deutschland war das einer, und sagte zu mir, sag halt einfach zum Finanzamt, das war jetzt ein Ausrutscher. Also, ich hab mir dieses Jahr den Arsch aufgerissen, ja. Und dann soll ich jetzt zum Finanzamt sagen, hey Leute, sorry, das war ein Ausrutscher, dass ich aus Versehen so viel Geld verdient habe. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Also der Steuerberater, den habe ich nie beauftragt, ja, weil was ist das für ein Mindset? Hey Leute, in was für einem Land leben wir hier, ja? Also, was ist das für eine Kacke, ja? Aber gut, ähnlich Was? hier. Und dann war es das. Dann hast du diesen Status verloren und musst dein Einkommen mit 20% versteuern. Es funktioniert aber, dass du quasi in einem Jahr mal mehr verdienst und in einem Jahr mal weniger. Also wenn du in einem Jahr über den 500.000, in einem Jahr unter den 20. 500.000, dann funktioniert es. Du kannst es quasi immer so steuern, das funktioniert. Aber wenn du zweimal in Folge drüber bist, verlierst du diesen Status und hast ab sofort 20%. Und ja, das sind ganz viele solche Regeln. Ja, in Deutschland auch nicht anders. Wenn du halt zum Beispiel irgendwie Kleinverdiener bist und hast irgendwie einmal über 17.000 im Jahr verdient, es ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Ja. Du verlierst auch sofort den Status von Kleinverdiener, wenn du G&Vler bist und hast einmal über 60 verdient, gewinnmäßig, dann verlierst du sofort den Status als G&Vler, dann musst du sofort eine Bilanz machen und also das ist ja immer das Gleiche, ne? Also wenn du wächst, wächst deine Verantwortung und deine ganzen Pflichten und bla bla und da die da, ja, am besten gleich für jede 1.000 Euro, die du mehr verdienst als Unternehmer, am besten gleich wieder jemanden einstellen, ja, weil wieder so viele neue bürokratischen Sachen kommen, ja, weil du das alles gar nicht mehr selber machen kannst. Ja, das ist natürlich super, ne? Also macht so richtig Spaß, ne? Alles klar. Die man so auf vielen Seiten nicht liest, die man, von denen ich noch nie was gehört habe teilweise. Da gibt es Strafsteuern für die Philippinen, wenn man Gelder in Steueroasen überweist, egal für was für einen Zweck.
dann gibt es Strafsteuern. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Und das gibt es, glaube ich, auch sonst nur in kaum... Ja, eines kannst du glauben. Mit der zunehmenden Transparenz, ja, von den ganzen Geldtransfers und immer weniger Bargeld und dies und das und jenes, also auch mit der zunehmenden Technologisierung, ja, vom Geldsystem, ja, wird es auch weiter zunehmen, ja. Also man sieht es ja jetzt schon, ja. Also eröffne du mal ein Aktiendepot irgendwo im Ausland und dann überweist da mal ein bisschen Geld hin und her, dass mal ein bisschen mehr Geld ist, als wie nur, sagen wir mal, mal ein bisschen mehr als vierstellig, ja, dann hast du sofort irgendwelche Anrufe von deinem Banker, ja, oh, oder irgendwie sowas, ja, oder zahl mal irgendwas bar ein oder sowas, ja, oh, du könntest ja irgendwie ein Auto verkauft haben und so weiter, zum zweiten Mal, ja, und dann ist es schon Gewerbe oder was weiß ich. Also, es nimmt natürlich immer mehr zu, ja, weil Kontrolle, 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 ne? Also die Technologisierung, da sehen natürlich die Control-Freaks in unserer Gesellschaft natürlich die absolute Chance, hier die Röntgenbrille durch und durch aufzusetzen und walten zu lassen. Ja, das ist einfach zwangsläufig so. Ja. Das ist halt eine der Downsides der Technologisierung und das ist halt daher auch nicht anders. Länder, das hat was mit ganz abstrusen Doppelbesteuerungsabkommen zu tun, aber das würde jetzt zu weit führen, das alles aufzudröseln, aber ich muss sagen, ja, gut, ich weiß jetzt wirklich, was Sache ist. Ich weiß, wie hoch meine Steuerlast werden wird. Ja, es gibt die Möglichkeit, in Georgien unfassbar steueroptimiert und steuergünstig zu leben. Da gibt es Möglichkeiten, aber es ist bei weitem nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ja, da gehört... Surprise, surprise! ...sollten hier wirklich mehr herkommen und sich wirklich kompetent beraten lassen. Und da auch ein gut gemeinter Ratschlag. Ja, sich gut beraten lassen, kompetent beraten lassen, ja. Woher soll denn ein Deutscher wissen, wo er sich in Georgien kompetent beraten lassen kann, wenn ein Deutscher nicht mal weiß, wo er sich in Deutschland kompetent beraten lassen kann bezüglich Steuern, ja? Also, kriege ich fast einen Lachkrampf, ehrlich gesagt. Muss fast weinen eigentlich. Also es ist egal, wo du hingehst, es ist immer die gleiche Scheiße, ja? In Anführungsstriche, guter Steuerberater, wenn du ein kleiner Pfiffi bist, wenn du irgendwie persönlich jemanden kennst, der jemanden kennt, oder wenn du halt Glück hast, ja, aber einfach so, das ist schwierig. Die wirklich guten Steuerberater haben halt dann nur die sowieso schon reich sind, weil sie sich die halt leisten können, ja. Also es ist immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Und völlig egal, ob Georgien oder Deutschland, ganz offensichtlich. Ich habe hier schon mit vielen Steuerberatern jetzt gesprochen und vielen Anwälten. Unfassbar viele Steuerberater sagen dir, auf welche Konten kriegen sie denn das Geld? Weil Georgien nimmt nicht im internationalen Zahlungsaustausch teil. Ja, wenn sie das Geld auf irgendein holländisches Bankkonto kriegen. Na, ja. Ja, aber dann kommt einmal der Audit. Ja, jetzt wird's lustig. Und dann bist du dran. Und dann wird's richtig heftig. Erstmal, Oh, das war knapp. Scheiße. Wenn du über 100.000 Lappen... Also auch mal kurz schauen, wohin du gehst, bitte. Weil sonst... ...hinterzogen hast, da steht dann auch georgischer Knast für. Also das ist nicht so ganz ohne. Und es gibt fette Zinsen. Und zwar 0,05% pro Tag. Ja, das ist doch ein Land, oder? Wo die Steuerberater sagen, naja, also, Herr Homo Economicus, wenn Sie da auf Holland irgendwie was überwiesen bekommen, das ist doch, dann brauchen Sie doch eh nichts tun. Ne? Und gleichzeitig in einem Land zu sein, wo du 0,05% Zinsen am Tag nachzahlen musst und ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, wie viele Jahre Knast, alles klar. An Zinsen, das wird ein richtig heftiger Effekt, wenn du ein paar Jahre später den Audit hast, da... wird es lustig. Also von daher kann ich wirklich empfehlen, nicht hier irgendwie rummogeln, sondern das wirklich offiziell alles angeben in Georgien. Man kann hier wirklich günstig leben, ganz ohne Frage. Also die Lebenshaltungskosten sind super günstig und die Steuerlast, man schafft schon die Steuerlast auf.
naja, über 15% wird wohl kaum jemand zahlen. Ich kenne zumindest niemanden, der das hier legal aufgelegt hat und über 15% Ja gut, in Deutschland hast du halt 30 und wenn du halt eine Holding-Struktur aufbaust, dann kommst du wahrscheinlich auch zumindest teilweise oder ja vorerst mal auf 15, kannst du wahrscheinlich dann auch runterziehen. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine GmbH, eine vermögensverwaltende GmbH in Deutschland zum Beispiel eröffnest, ja, dann fällt die Gewerbesteuer weg und dann zahlst du halt auch nur 15%. Ja, also ist da jetzt der Unterschied noch so groß? Weiß ich nicht. Steuern für den Gewinn letztendlich am Schluss zahlt. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, war heute sehr ernüchternd, muss ich zugeben. Aber gut, jetzt habe ich die Gewissheit, weiß, was ich an Steuern zahlen werde, wie ich das Ganze auflegen kann, damit das wirklich legal und alles ordentlich ist. Aber auf jeden Fall, Achtung, da wird wirklich viel Schindluder im Internet getrieben. Und auch wenn man dafür bezahlt, ich habe da auch jetzt kommt. Für gezahlt, für viele Dinge und auch nicht wenig Geld. Und letztendlich muss ich sagen, war zum Fenster rausgeschmissen. Zeigefinger. Hätte ich mir alles schenken können. Aber gut, wie dem auch sei, ich bin froh, jetzt gerade wieder in Georgien zu sein. Die Sonne lacht, es ist schönes Wetter. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche ich dir auch. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Video. Und ich hoffe, ihr liked sein Video auch und verteilt es und so weiter, dass möglichst viele Leute eben das sehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und überlegt es euch, recherchiert und informiert euch lieber 3 oder 4 oder 5 oder 10 Mal, bevor ihr, wie gesagt, sack und pack das Land verlasst. Und ja, lasst euch kompetent beraten. Diesen Worten verabschiede ich mich. Also, schauen wir wieder rein. Daumen hoch, wenn dir diese Reaction-Videos gefallen haben. Und like mein Video, kommentiere, ob du vielleicht auch schon Erfahrungen hast, vielleicht bist du auch schon in ein paar Ländern mal ausgewandert gewesen oder bist gerade in der Schweiz. Würde mich sehr interessieren, wenn du es zumindest gerade bist oder auch in Georgien. Dann bitte in den Kommentaren für irgendwie was reinschreiben, kurz oder deinen Link reinsetzen oder sowas. Ja. Ein bisschen Austausch würde mich da sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Schauen wir wieder rein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein von der Mission Millionär. Bis dann, tschüss.